Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: einige Verletzungen, Randy Ortons Comeback verschoben und die Entlassungswelle hat zugeschlagen. Und gleich mal vorweg, morgen, also Dienstag, gibt es noch eine WWE News Ausgabe. Das ist quasi der Nachholdings vom letzten Donnerstag, weil da keine kam. Und ich gebe euch in der morgigen Ausgabe alles zum großen Streit zwischen Ryback und der WWE. Stephanie McMahon, Triple H und Vince McMahon stehen geschlossen hinter der Idee, die Divas Division durch die aktuelle Women's Division zu ersetzen. Und genau deshalb gibt es Planungen darüber, auf dem WWE Network eine neue Staffel Divas Search zu machen. Auf jeden Fall sowas Ähnliches. Denn hierbei soll es diesmal nicht nur um das Aussehen gehen, weshalb hier eine Diva ausgewählt wird, wie in den vergangenen Staffeln, sondern hierbei soll es sich ausschließlich um die In-Ring-Technik drehen. Das heißt, hier werden auch Wrestlerinnen aus allen möglichen Promotions zusammengesammelt, um gegeneinander anzutreten. Das Ganze wird wohl so ähnlich laufen wie das Cruiserweight-Turnier, was hier jetzt auch demnächst starten wird. Dazu gibt es heute noch einige Short-News. Tamina Snuka hat sich am 2. Mai wegen eines Bänderrisses operieren lassen, den sie sich letzte Woche zugezogen hat. Eric Young ist zwar letzte Woche bei NXT aufgetreten, hat aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell einen WWE NXT-Vertrag unterschrieben. Blake aus NXT hat sich am Innenband verletzt und fällt auch einige Zeit aus. Und Naomi hat sich einen Sehnenriss am Knöchel zugezogen, befindet sich aktuell aber schon wieder in ihrer Reha-Maßnahmen, wird allerdings auch noch eine Weile ausfallen. Und mal wieder zum allbeliebten Thema TNA, denn da werden zurzeit die ganzen Verträge erneut umstrukturiert. Und zwar so, dass TNA-Wrestler zwar jetzt mehr Garantiegehalt von TNA bekommen, allerdings müssen ihre kompletten Einnahmen aus Independent Bookings jetzt an TNA gehen. Damit möchte man vor potenziellen Investoren ein bisschen interessanter wirken, weil man ja damit quasi eine neue Einnahmequelle geschaffen hat. Generell soll die Stimmung bei TNA aber immer noch unter aller Sau sein, obwohl die TNA Superstars und Knockouts alle die Auflage bekommen haben, über genau diese schlechte Stimmung ein Stillschweigen zu legen und lieber darüber zu reden, wie toll und wunderbar alles im Moment bei TNA läuft. Ja. Wie wir wissen, befindet sich ja zurzeit Randy Orton noch in Verletzungspause, da dieser ein ziemliches Problem mit seiner Schulter hat, die einfach viel zu leicht auskugelt. Zuletzt ist diese Verletzung wieder aufgetreten, indem er einfach nur den Müll rausgebracht hat. Und dieses ganze Problem muss jetzt einfach gefixt werden. Hier ist es allerdings so, dass die Reha-Maßnahmen, in der er sich zurzeit befindet, nicht so vielversprechend sind, wie es zunächst aussah. Das heißt, diese Reha-Maßnahmen verlaufen nicht ganz so gut wie geplant. Und es wird wohl nicht, wie erst berichtet, ein Comeback im Mai von Randy Orton sein, sondern wohl eher deutlich später. Denn es wird berichtet, dass er erst Mitte Juni damit anfangen kann, im WWE Performance Center sein Comeback zu trainieren und dann wohl erst in Richtung SummerSlam zurückkehren kann. Ja, und wir hatten das eigentlich schon die ganze Zeit vor unseren Augen. Es war schon immer irgendwie präsent. Man wusste, es kommt, und es kam, wie immer, kurz nach WrestleMania die Entlassungswelle. Diese hat ja in den letzten Jahren schon einige ganz gute Superstars weggeschwemmt. Und dieses Jahr, muss man sagen, hat es auch wieder ziemlich gute Leute getroffen. Denn letzten Freitag offiziell von der WWE auf einen Schlag entlassen wurden Hornswoggle, Zeb Coulter, Cameron, El Torito, Santino Marella, Alex Riley, der sich in NXT einfach mal übelst gut gemacht hat, King Barrett, okay, bei ihm war es irgendwie klar, denn er hat ja schon seit einiger Zeit gesagt, dass er nicht mehr bei der WWE bleiben will, weil er einfach unzufrieden ist und sich vielleicht was anderem widmen möchte. Und Damian Sandow. Und dieser hat als Mr. Money in the Bank und in der Storyline mit The Miz so viel gute Zuschauerreaktionen gezogen, dass man nach diesen Storylines einfach nichts mehr mit ihm gemacht hat, führt halt jetzt dazu,
dass man einfach keine Verwendung mehr für ihn hatte. Und das ist einfach nur traurig, weil er hat das Potenzial gehabt, noch ein großer Superstar zu werden. Allerdings hat man ihn hier einfach nicht gelassen, falsch gebucht, mal wieder. Es ist echt traurig, dass es hier wieder so viele gute Leute getroffen hat. Auch King Barrett hätte man nicht unbedingt gehen lassen müssen. Gut, um Cameron und um die Kleinen bin ich jetzt nicht wirklich traurig, weil mit denen konnte man sowieso nicht viel anfangen. Aber auch Santino fand ich eigentlich immer ziemlich lustig. Und da hätte man auch gerade auf dem Network noch einiges mit ihm machen können. Aber gut. Es gab ja auch während dieser Entlassungswelle immer wieder das Gerücht, dass noch ein ganz großer Name dabei sein wird. Und hier schlossen viele Fans auf Randy Orton. Denn wie ich ja eben schon gesagt habe, er ist einfach schon eine ganze Weile lang nicht mehr fit gewesen. Und es dauert auch noch eine Weile, ehe er wieder da ist. Und selbst dann ist nicht so wirklich klar, wie schlimm es mit seiner Schulter wirklich aussieht, weil sie einfach jeden Moment wieder auskugeln kann. Nun wissen wir allerdings, dass das hier nicht der Fall ist. Randy Orton ist noch weiterhin da. Dieses Gerücht entstand auch eigentlich durch einen Bug auf der WWE-Seite. Wenn man das Profil von Randy Orton dort angeklickt hat, kam man direkt auf die Startseite und nicht auf das Randy Orton-Profil, weshalb es ja erst zu diesem Gerücht hier kam. Also Entwarnung, Randy Orton bleibt dabei, aber halt die anderen Leute sind jetzt offiziell von der WWE entlassen. So, dann war es das erstmal mit den News. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es so ist, gib mir natürlich einen Daumen nach oben und abonniere noch kostenlos den Kanal hier, um nichts mehr zu verpassen. Alle Meinungen und so weiter schreibst du einfach in die Kommentare. Teil das Video, wenn du Bock hast. Klicke noch alle Links in der Infobeschreibung an und was nicht nur alles. Viel Spaß, hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao!